Einen wunderschönen guten Abend und da sind wir auch wieder bei Hasute mit Sticky Pisten und Moppe. Und wir zocken mal wieder eine gediegene Runde auf Platte gepressten Hass. nee, dieses Spiel ist schon ziemlich cool, aber es stößt, also wir kommen da immer relativ leicht an die Grenzen. Gut, wir sind jetzt hier mittlerweile bei Level 5, so wie ich das sehe, bei Hardcore Uprising. Okay. Und da geht's dann auch langsam weiter. Wunderbar. Wir sterben uns weiter durchs Level. Genau. Das Hauptstadtlabor. Chrissy nutzt die Verwirrung auf der Autobahn und bahnt sich vorsichtig ihren Weg zum Hauptstadtlabor, um eine Rettungsmission anzuführen. Alles, was sie sich je wünschte, war, mit ihrer Familie ein normales Leben zu führen. Doch der Krieg hatte all dies zunichte gemacht. Als ihr Dorf angegriffen wurde, waren die meisten Erwachsenen bereits in den Krieg gezogen. Die Kinder konnten nirgendwohin fliehen und wurden abgeschlachtet. Im Laufe der Jahre zwang Christy sich, mit ihren Erinnerungen zu leben. Sie wusste, dass sie nie ein normales Leben führen würde. Mit diesen Gedanken hob sie ihr Gewehr auf. Oh, und ihr seht, die Story geht richtig vorwärts. Das ist eine tiefgründige Geschichte. Und wir versuchen einfach mal einzusteigen. Jo, also ich finde es ja schon krass, dass sie so einen komischen Shooter mit, oder zumindest versuchen, mit irgendeiner Geschichte zu hinterlegen. Ja. also die ist auch nicht weit hergeholt. Nö. Sie brauchen nicht einfach nur eine Rahmenhandlung. Ich bin übrigens der Rote, ne? Du musst nicht auf mich schießen. Ah ja, und ich erinnere mich, das war hier mit, ja genau, man konnte mit dem rechten Trigger sozusagen zielen. Ja genau, also alles, was wir jemals an Skill hatten, haben wir mittlerweile wieder verloren. Es ist zwar nicht viel. Oh Gott, was passiert jetzt? Was passiert hier? Ich weiß nicht, ist das gut, wenn wir über diesen Alarm auslösen? Passiert das automatisch oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Junge, ich stehe hier nur drinne, verliere Leben und schieße. Guck mal, eine Kiste. Oh, gibt es her, was da drinne ist? Wir kennen das noch von der letzten Aufnahme. Es sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Eine Kiste. Guck mal, eine Tür. Mal eine Kiste, mal einen Pisten, ha. Ja. Pisten. Oh, gib die Kiste her. Nein! Alles meins. Nein, ich will den Orden haben. Gib den her. Junge. Oh nein, ich muss... Nein. Oh, man darf das Schießen noch nicht vergessen. Ja, damit. Auf jeden. Ich wollte gerade sagen. Hier kommen lauter Hunde raus. Wir kriegen ja schon wieder tierisch auf den Sack. Müssen wir nach unten? Ja. Ich vermute einfach. Ich bin, glaube ich, gerade gestorben. Jo. Ah ne, du bist noch da. Okay. Oh, aber jetzt bin ich gestorben. Achtung, da ist eine ganz fiese Falle. Ich bin hier gerade... Genau die dort. Ah ja, es geht los, Achtung. Man kann also hier auch nach unten, okay. Ja, nicht, dass es was bringen würde, weil... Okay, also wir müssen uns hangeln. Da sind wir eigentlich Profis drin. Ja, natürlich. Das sind so Dinge, die ich Montagmorgen... Oben ist eine Kiste, ich hol sie mir. Oh nein, oh Gott. Gib das her! Wir sterben uns hier schon wieder so durch, es ist so schlimm. Was? Oh hier, ach, man kann die Kisten auch aufnehmen. Was? Und ich werde hier gerade von 4 Hunden attackiert. Und ich das sind doch keine... Zeit, achso, hier, sind das Hunde? Ich glaube, das sind Hundis. Das sind so mit, die sehen aus wie rennende Medizinkoffer. Alter, ich habe mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht gesehen und ich habe schon wieder sämtliche Leben verloren. Ich mache super tricky. Okay, kannst du jetzt mal bitte da runterkommen, Alter? Ich sehe hier einen Scheiß und sterbe wegen... Deswegen ist der Orden jetzt auch mir, Alter. Na, niemals. Oh, hier, los, Achtung, Alarm aus. Was, hoch, ach, oder was? Komm, ey. Was? Ah, hier, was? Ja, da hoch. Oh mein Gott. Okay, aha. Fuck. Das ist jetzt nicht jetzt? Der Ernst, Alter. Oh, falsche Richtung. Ich hab voll die falsche Richtung gemacht. Oh mein Gott, ihr seht, wir sind einfach auch unglaublich... Oh, nein! Da hat die alle gesnackt. Ja, guck doch mal auf mein Leben an, Alter. Ich stell mich ja schon wieder an wie der letzte Vollprofi. Du hast null Leben. Also wir müssen weiter hoch, ha? Unfucking fassbar. Wir müssen weiter hoch, glaube ich. Das ist gut möglich, ja. Oh ja. Oh, ich will jetzt auch so eine Bonuskiste hier. Und? Ach, die Idioten. Oh, und der snackt den schon wieder! Gib das her! Ja, aber jetzt... Oh, nee. Das gibt's doch auch einfach gar nicht. So ist die Mentalität hier im Osten. Erstmal haben, weißt du? Erstmal später sehen, ob man es brauchen kann. Aber erstmal. Und dabei kommen wir nicht mehr aus dem Osten. Also ich schon. Habe ich mich jetzt geoutet? Ja. Hasst ihr mich jetzt alle? Das werden jetzt gehen die Abos wieder rein. Die wenigen vorhandenen werden die jetzt alle. Ja. Oh, wir müssen hier einfach weiter, glaube ich. Oh mein Gott, das ist ja scheiße. Ja, ich bin gleich tot, Alter. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt einfach mal. Tschüss. Okay, warte bitte auf mich. Du kannst übrigens auch... Ach, man kann auch einfach runterklettern, ne? Jo, okay, ich kann mich auch einfach abschießen lassen, da kommt man übrigens auch runter. Jo, das war's dann für mich. Ja, da hängt's natürlich mal wieder an mir. Ja, ne? Darf ich dir ein Leben klauen? Also, ja, du darfst mir natürlich gerne ein Leben klauen. Und nein, aber mach's nicht so, dass... Oh mein Gott. Ich bin jetzt fast aus dem Bildschirm rausgescrollt und dann...
wäre es das auch schon wieder gewesen. Okay, das könnte ein Checkpoint sein. Das könnte interessant für uns sein. Das könnte doch... Wir haben uns eventuell bis zu einem Checkpoint durchgesporben. Yeah, yeah. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier? Aha. Ja, gut, aha. Ja, aha. Das aha. Leben ist halt... Wie stellt du musst einfach nur durch. Aha, wie stellt ihr euch das alles vor hier? Genau so. Nur viel schneller, oh, und besser. Nur mit mehr Skill und weniger Sterben. Oh mein Gott, ich sehe mich gerade nicht mal mehr. Oh ja, weil du die ganze Zeit blinkst und Spawn Protection hast. Boah, ich renne jetzt hier einfach durch. Nee, so funktioniert das Spiel nicht. Oh doch, das Spiel dieses Spiel ist hochtaktisch, ne? Du musst dich von Deckung zu Deckung sterben. Ja, man nennt das auch einen sogenannten Covershooter, ja. Also das ist im Prinzip der Vater von Gears of War. Ach so. Also, oder vielleicht auch die Mutter. Oh nein, oh nein! Ja. Du Affenkind, nein! Oh, das war jetzt aber schon eine fiese Kiste. Dafür gehe ich jetzt hier auch einfach durch. Nö. Doch, einfach weil ich kann. Nö, weil, nee, kannst du eben nicht, siehst du doch. Doch, aha, das war jetzt ein nice Drift-Glitch, ja, oh nein, und dann sowas richtig Dummes. Du musst deinen Bumper-Boost benutzen. Ja, hier, wir haben natürlich noch 5 Credits, da gehen wir einfach weiter. Ja, Und schön den Checkpoint gesichert, wir haben ja wieder ein neues Leben. Wir versuchen uns also wieder einfach zum Boss zu sterben mit möglichst wenig. Die Dinger muss man doch irgendwie abschießen können. Ach, man kann sie abschießen, sehr gut. Ja, sagt ja auch keiner was anderes. Natürlich, wie alles in diesem Spiel, kann man sie abschießen. Oder man wird abgeschossen. Ja, das sind so zwei essentielle Dinge. Nein! Ach, Gott, Geht meine kaputt. Phrase. Bitte? Meine Phrase. Was? Was? Die kommen von... Oh mein Gott, ich renn jetzt einfach durch. Ich renn einfach durch. Wow, geh weg. Ich renn mal weg. Geh weg. Das ist hier zu Eis. Was das soll? Was die sich einbilden? Oh, nein, oh, nein. Ach, den hab ich da eben schon mal gesagt. Ja, deswegen krieg ich den ja jetzt. Oh mein Gott, ich bin ja voll super schlecht. Ja, schön. Hast du den gesehen, schön, Alter? Reingebückt. Hast du den gesehen? Was? Was? Der hat mich gerade rollenderweise... Okay, wir machen einfach weiter. Das geht mich eigentlich gar nichts an. Ich bin ja nur zu Besuch hier. Ich gehe hier mal weg. Achtung, jetzt müssen wir diesen Boost. Und rüber. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, ihr werdet alle so bedient von mir. Ja, oh, gibt es her da oben. Oh Mann, okay, ich will den Knarre haben. Den überlasse ich dir. Meine Fresse, wo kam der denn? Oh nein, wir bücken uns natürlich auch richtig rein. Also werdet Zuschauer, wie ihr seht, dieses Spiel ist einfach voll mit Kugeln, die über diesen Bildschirm in einer... Oh, wir sind bei einem Boss. Oh. Ich glaube, wir müssen die Dinger abschießen, so wie immer. Ach, Quatsch. Du kannst hier alles abschießen. Ach Quatsch, kann ich an der Wand klettern? Oh ja, das ist eine richtig fiese Kiste. Wenn man schon an der Wand klettern kann, dann kannst du nicht gut... Ich glaube, ich hau jetzt mal ab. Das ist mir hier zu heiß. Aha. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt hier. Was? Du darfst auch gerne schießen. Ja, Alter, ich muss hier erstmal... Aha. Eine gediegene Runde ausweichen. Kann ich jetzt hier... Wie geht das damit an der Decke lang klettern? Ja, du musst nur weit hoch genug und dann... Weit hoch genug? Weit hoch genug, ja. Wir können nicht nur schießen, wir können auch Grammatik. Ah, toll. Was wir nicht können, ist irgendwie dieses Spiel schaffen oder dem mal irgend so einen Arm abschießen, damit eventuell etwas leichter wird. Doch, der ist gleich tot. Ich bleib einfach hier und schieß einfach weiter. Ja, mach das mal. Ich mach hier auch mal so ein bisschen, ne? Okay, jetzt also mal unten. So. Oh, wie wir es einfach so gar nicht können. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Wie komme ich denn jetzt nach hier? Oh mein Gott, oh mein Dieses Gott. Dieses Spiel ist so scheiße, oh mein random, Gott, Alter. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommen hier große, grüne, eklige Dinger. Das hatten die wir auch schon doch mal. Die kann man doch schießen. Die hatten wir doch auch schon mal. Ja, damit aus einem einfach 4 werden. Ja, du musst dich dann einfach nur hinlegen oder so. Aha, und das ist also die grünen diagonal, die anderen einfach... Oh, ich glaube ich... Ja, okay. Und da schießt das kaputt. Ja. Und jetzt Komm, weiter. Wir bleiben jetzt einfach mal stehen. Wieso haben wir das nicht eigentlich gleich so gemacht? Oh mein Gott, weil der jetzt schon wieder irgendwelchen random Shit macht. Ja. Was? Alter, das ist doch jetzt nicht wahr. Was passiert denn jetzt hier? Ich glaube, hier unten stehen bleiben könnte tendenziell eine schlechte Idee sein. Ah, hier, man muss den da jetzt... Jetzt können wir ihn abschießen. Einfach geben. Einfach geben. Ja, ach, wenn das so einfach wäre. Das ist so einfach. Ich weiß ja nicht, was dein Problem ist. Und dann springe ich auch einfach drüber. Ja, aber du springst dann tendenziell wieder in irgendeine andere Scheiße rein. Ach, hier einfach. Das ist, ich weiß gar nicht, was du schieß, hast. Schieß. Ja, und wie ihr seht, sind wir auch wieder super vorbereitet. Jo. Marschi-Marsch. Ein guter. Ja, ein guter. Den ich nicht kenne. Ich auch nicht. Also, die anonymen Freunde sind immer noch die besten. Ja, das sind tendenziell auch Alkoholiker, ne? Ja. Jetzt hat er nervös. Der hat ein bisschen gedauert, bis der getroffen hat. Den habe ich erstmal eine Weile wirken lassen.
Das ist wie so ein Wein, der muss erstmal atmen, so ein guter Witz. Reden wir gerade noch über Wein oder über... Über Alkoholismus. Achso, wir sind... okay. Oh, na super. Okay, ich glaube, wir sind... Komm, jetzt einfach draufhalten. Oh nein, ich spring rein. Stimmt, aber das ist nicht der letzte Boss gewesen sein wird, von daher... Das war garantiert doch erst seine zweite von 16 Formen. Aber ich würde einfach mal sagen, dass wir sterben uns bis zum nächsten Checkpoint. Wir gehen einfach auch los. Einfach... What? Das war übrigens eine sehr gute Idee. Mal danke. Mal wieder endlich. Stimmt, da bin ich ja schon wieder. Endlich wieder was Sinnloses. Oh mein Gott, was sind das? Oh nein, ich kenne diese Viecher. Die greifen, die greifen einen und tragen einen so weg. Das ist eine ganz fiese Kiste. Das habe ich mal in dem PS2-Contra-Spiel, glaube ich, gab es die doch auch. Ja, aber ich glaube, die gehen relativ leicht tot. Ne? Ja, aber das ist. Ja, also schön, dass du den. Das liegt wieder alles nur an dir. Oh mein Gott. Ach so, das war's schon. Dann klau dir ruhig ein Leben von mir. Ich habe ja noch drei. Weil ich einfach auf das kann. Ich stell mich heute wieder unglaublich. Ich glaube einfach, weil ich mir auch in diesem super Rising Einkaufsladen einfach auch mehr Leben gekauft habe dazu. Weil ich ja aber kann. Auch nur eins oder so. Also ja, daran kann es jetzt nicht liegen. Also ist doch der Skill entscheidend. Ja, ja. Oh mein Gott, ich bin mal los. Oh mein Gott, der hätte mich fast gekriegt. Aber auch nur fast. Ich komme zu deiner Rettung. Oder so. Ja, das ist hier, es ist auch echt zu viel. Also ich meine, hier sind Laufbänder. Hier sind, gibt es her. Oh. Nein, ich hab's nicht. Du hast es. Du hast es. Wo ist jetzt das? Warte, ich habe eine sinnlose Waffe für dich. Oh mein Gott, es kann nichts. Doch, es kann bestimmt blau leuchten. Das tut's auch, Alter. Oh mein, da kommt eine Rakete. Die habe ich auch schon da vorbei. Da kommt eine Rakete. Meins? Oh nein, na toll. Sorry. Das geht's. Du hast doch schon genug useless. Ich mache jetzt einfach mal hier ein. Bist du behindert? Na, ich hab's doch geschafft. Ja, aber du hättest mich schon fast wieder aus dem Stream laufen. Scream. Genau. Auf dem Stream. Aus dem Screen laufen lassen. Na, meine Fresse. So, wir sind einfach jetzt weiter hoch. Oh, sehr gut. Oh, schieß den mal kaputt. Mach oh nein, mal. Und da holt mich dieser Hund. Haben die einen so. Sind das so Medizinkisten, die auf dem Rücken haben? Oder was ist das? Okay, wir können nur hoffen, dass wir hier vielleicht eventuell noch gleich wieder Checkpoint erreichen, nachdem wir dann gleich mit vollem Leben wieder starten können. Achten, die verlieren immer diese Dinger. Sag bloß. Ah, hier kann man doch überall an der Decke hangeln, nicht? Das ist ja schon ganz schön heiße Kiste eigentlich. Oh, du hast jetzt hier natürlich... Yo, ich hab jetzt... Oh. Und jetzt hab ich's. Und hier kommen noch Hirnis raus. Oh mein Gott. Achtung, hier kommen überall Hirnis raus. Was ist das? Bitte, was ist das? Dieses Spiel wird eigentlich nur beschrieben Happy Lappy, aber happy, nicht? Ach, alter Scheiße. Oh mein Gott. Dieses Spiel macht mich einfach nur fertig, Junge. Was ist denn das, was hier immer diese Riesenstrahlen macht? Ich habe absolut keine Ahnung, aber... Ach, er hier. Ach. Er hier. Na, dann geh doch halt auch einfach mal kaputt. Ah, so. Freunde von Hasuke.de, wir sind auch einfach ganz großes Kino. Also das ist schon, wir haben es ja beim letzten Mal schon erwähnt, das ist ja auch, also Metroid ist so genau die Liga, die wir auch wollen. Bitte was? Ich finde Metroid eigentlich viel leichter. Und ich will damit einfach nur sagen, dass das Marcel Molotov Mist. Molotov, nochmal liebe Grüße an dich. Wir machen das einfach jetzt in jeder Session. Auf jeden. Ach, oh ja. Hier, Achtung, hier ist einer drin. Prinzessin Leia. Nee, doch nicht Leia. Oh nein, und wir haben den Storyplot verpasst. Oh nein, weil wir wieder zu schnell. Vielleicht können wir das später einfach so schnell pausieren, kurz, dass wir das lesen können, was doch stand. Ich würde sagen, es ist einfach ein verrückter Wissenschaftler, den wir gerade beschützen sollen. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Ja, also ich meine, nee, der wird schon sicherlich einen ganz heißen Twist für die Geschichte haben. Dankeschön. Ja, der wird bestimmt ordentlich story-relevant sein, einfach nur, weil er es kann. Ja, man merkt ja auch, also Story ist ja das Wichtigste an diesem Spiel. Gibt es her! Nein! Oh, du hast eine Machine Gun und ich bin tot. Oh nein, jetzt hängt es aber auch an dir, mein Freund. Das kann ja nur schief. Weil ich habe es irgendwie geschafft, bei mir alles zu versterben. Oh, das sieht da hinten schon wieder nach einem Bossgegner aus. Oh mein Gott, die kommen gleich raus. Das ist so ein bisschen wie bei... Achtung, ich sagte, er kommt raus. Und ich sag noch. Und ich sag noch und damit ist die Machine Gun weg. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Mhm. Noch? Nicht mehr lange. Du schaffst diese Treppe nicht mehr. Ach ja, ich habe gedacht, ich habe den erwischt. Ja gut, ja, neuer Credit, neues Glück oder so. Also na, machen wir nochmal ein $1/4 rein in die Maschine. Okay, wir haben hier einen Checkpoint. Oh, jetzt können wir das auch nochmal lesen, was er sagt. Ja, na, aber wunderbar. So, okay. Achtung. Rettung. Dr. Mandrake. Mm. Beschütze Dr. Mandrake vor dem Feind und bring ihn zum Rettungshubschrauber. Ich stell mir gerade echt die Frage, welchen Feind die hier wohl meinen können. Na, der eine Feind. Es ist doch der. Oh nein. Gibt es her? Ich will gar nicht wissen, was es ist, wenn ich ehrlich bin. Es ist ja. Es ist wieder nur nutzloses Zeug. Es ist so wunderbar nutzlos, diese Waffe. Also, nö. Ja, nö. Ich meine.